Hallöchen, Freunde, da seid ihr wieder zum Wario Land Part 4. Oh yeah, oder Super Wario Land oder Mario Land 3. Ach, das hatten wir nur oft genug. Und ich wollte jetzt gucken, was in dem Part hier oben ist, ne? Ihr seht schon, es geht weiter. So, was ist hier drin überhaupt? Weiß ich gar nicht. Naja, wir suchen ja einen Geheimausgang in dieser Welt, glaube ich. Ja, du Arschmann! Verpiss dich, genau, so sieht's aus. Boah, jetzt habe ich keine 64 Münzen mehr, das ist aber schade. Oh, Mann. Das ist ein bisschen gefährlich hier gerade, oder? Liegt das an mir? Wie soll ich damit... Ja, genau. Komm, wie hat sich das denn ausgedacht? Hier, für den Arsch. Bam! Fatz, da ist er weg. Ja. Ja, da wird ein Schalter kommen, denke ich mal, oder? Ja. Zack, ja, da ist der Schalter, Freunde. Und patz, und einmal auf weiß geschaltet. Ich hoffe, ihr freut euch schon wieder auf Wario Land. Und oh, hier kann ich durchbrechen. Bams. Und hier ist noch ein Herz schon, ja, von mir aus, wenn es sein muss. Und jetzt können wir die Door open machen, aber ich will erstmal gucken, was ich denn noch so gibt. Und zwar ein paar Münzen. Yay, wow, wie übel. Gut, okay, ich glaube, das reicht. Schwing! Oh yeah. Ach ja, Freunde, für alles muss man bezahlen, sogar wenn man durch die Tür gehen will. Das Spiel ist gar nicht kapitalistisch, oder? Na egal, aber für 75 Münzen mache ich einmal ein Münzgame, Freunde. Das ist doch selbstverständlich. Rechts oder links? Ich habe ja Stierhörner auf. Eigentlich müsste ich ja dann wegen der Münzen abgezogen kriegen, wenn ich Tonnengewicht kriege, weil ich ja gut geschützt bin. Ja, ich nehme rechts. Und... Nein! Verkackt. Scheiße. Okay, es war links. Also sage ich jetzt, es ist nochmal links. Ja, ching ching. So, jetzt habe ich 74 Münzen. Toll, ich habe eine eingebüßt. Aber ich kann ja jetzt noch, also links, links. Ich würde sagen, einmal ist es noch rechts. Also, Freunde, let's go. Nein. Okay, ich habe damit meine Münzen halbiert. Das ist weniger schön. Bei 75 ist das schon ein bisschen teurer. Ja, irgendwie schon. Ja, na egal, was soll's. Aber wir schaffen trotzdem die 1700 Münzengrenze. Yeah. Und einen Schatz haben wir auch schon. Jetzt habe ich gerade meine Liste gerade nicht hier, wo die ganzen Schätze drauf eingetragen sind. Naja, egal, was soll's. Ja, ich würde sagen, das ist hier das nächste Level. Hauen wir rein, Freunde. Einfach mal gucken, was das hier ist. Kurs Nummer 17. Oh Mann, die Wolken, die finde ich übelst ätzend. Oh nee. Ja. Komm. Ist doch ein Witz. Bams. Haha. Bams. Ja, mit der Stampfattacke seid ihr alle platt. Aber Freunde, ich will euch mal ein kleines Gimmick zeigen. Na, scheiße, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht mit von wegen Gimmick hier. Ich will es mal ausprobieren. Ja, komm her, du komischer Igel. Okay, das war nicht so geplant. Egal, dann lasse ich jetzt so stehen. Ist mir jetzt auch egal. Weil, okay, dann erzähle ich es euch eben. Wenn diese Wolke, dessen Blitz einen Gegner trifft, dann kommt da ein Zehner raus. Den finde ich extrem schmackhaft. Willst du nie, du Stinker? Lass mich durch, Mann! Nein! Stopp! Okay, ich hab's gerade geschafft. Hier ist ein Herz, das nutzt mir nichts, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich es auch mitnehmen. Ja, nix Messerschmeißer hier. Ja, genau. Was? Ne, die Messer her, Freunde, würde mich mal interessieren. Bams und Bass! Ja, eine beschissene Münze, genau. Ja, komm, hast du ja ausgeschmissen hier, ich weiß es. Bam! Und Bams! Und Kill-Kombo. Toll, ein Stier. Das bringt es jetzt auch richtig echt. Ja, genau. Mach da mal hin da oben hier. Und schon dreht er sich um. Und Bams! Und Bams! Und Down. Oh Mann, ey. Alles für Peanuts hier. Freunde, entschuldigt das, aber naja. Ach, okay. Das erklärt einiges. Ah, zack. Und ein Schlüssel, Freunde. Was heißt das? Hier ist irgendwo eine Tür. Die ist Gangster. Aber die muss ich finden. Okay, mal gucken. Boah, Mann, Fetti, kannst du einfach runterspringen hier irgendwie? Das dauert immer so lange, das Klettern. Das ist verätzend. Das kostet Zeit und Geld. Drachenfeuer, will ich das? Nö, eigentlich nicht, ne? Ja, nix, du komischer Vogel. Hilf mit nicht. Ich kann ja jetzt hier keine Raumattacke machen. Weil ich würde ja dann einfach den Schlüssel schmeißen, anstatt eine Raumattacke zu machen. Also verzichte ich jetzt mal auf die Münzen. Ich verzeihe auf die Münzen, du bist auch ein Held. Ach, rein hier. Ist hier die Tür?
Tür, hallo, ich suche dich. Haus ab. Gehst du weg? Nein, Dodor! Du Stinkermann, Schlüsselkick! Ja, da wollte ich mal zeigen und demonstrieren, dass der Schlüssel eine sehr gute Waffe ist. Ja, genau. Schlüssel direkt gegen Kopf und down. Babs, haha. Schlüsselkill-Kombo und hier ist bloß ein Speicherpunkt. Nein. Ah ja, wenigstens ein bisschen Geld. Hey, weiter. Tiefer. Genau, tiefer, Freunde. Nein, das soll jetzt gar nicht zweideutig sein. Das ist lieber dreideutig. Oh yeah. Was für ein krasser Shit. Schlüsselkill-Kombo. Yeah. Wir sind der Master of the Keyblade. Hahaha. Das ist ja auch voll der Insider. Ach ja, Freunde. Eigentlich müssten wir hier mal ausdrücken, wie wir eine Tür finden. Und oh, ein Jetpack. Geil. Ah, very geil. Der rutscht wieder so hässlich. Ja, genau. Scheiße. Okay, Freunde, das war jetzt so nicht geplant. Das war so gar nicht geplant. Schade, kriegt man ein Jetpack und verreckt mal instant wegen ein bisschen Eis. Mann, oh, mein Kack. Ja, komm. Diesmal hole ich mir das Knoblauch, weil ich brauch's ja theoretisch, damit ich Stier-Vario bin. Und du bist Matschmann. Kill-Kombo. So, okay, nochmal jetzt die ganze Scheiße hier. Aber jetzt weiß ich ja, wo ich nicht rein muss. Haust du ab, du komische Wolke. Gehst du weg. Oh, hier muss ich rein. Hier der Schlüssel? Nee, der Schlüssel war später. Zack, ja, hier ist Drachenfeuer, weiß ich. Nee, halt ich den Schlüssel schon. Hier hatte ich den Schlüssel schon, Freunde. Das weiß ich, weil der Vogel fast in den Schlüssel reingesprungen wäre. Also einmal hier hoch, aber die ganzen Typen sieht nur weg. Jetzt mal ganz gekonnt hier. Ja, lass mich in Ruhe, du Stinker. Und du auch hier. Alle lame. Wir sind viel zu cool für euch, Mann. Zack, zack, zack. Und einmal rumgesprungen. Kein Thema. Und den Schlüssel eingesnackt. So, und jetzt einmal runter hier. Ich hoffe, die Typen stören mich jetzt nicht hier groß, ja. Außer der hier. Oh, no, yeah. Boah, richtig schön aufgebammt, Alter. So, Freunde, okay. Das Herz nehme ich noch mit von mir aus. Der kriegt nämlich wieder mein Leben. Yay. Brauche ich jetzt nicht so dringend, aber... Schlüssel-Keyblade-Attacke. Ja, das ist gar nicht Kingdom Hearts irgendwie angehaucht, ne? Das ist überhaupt nicht, Freunde, ne? Komm, das ist doch voll harmlos. Scheiße, wie komme ich hier durch? Ach, das machen wir anders, Freunde. Ja, Schlüssel überhaupt mal hier. Wir haben gerade mal so ein Schlüsselschwert ganz kurz weggelegt und dann BAMS. Boah, jetzt wäre ich fast in den Blitz drin. BAMS. Und BAMS. Oh, jetzt hier, komm, kill mal den Igel. Will das mal sehen. Scheiße. Okay, das sollte ich vielleicht auch einfach lassen. Ah, schade, ich wollte es mal unbedingt mal zeigen. Ist aber, nee, typischer Vorzeigeffekt. Das funktioniert so, wie man, nie so, wie man es möchte, ne? Ja, Freunde, das kennt ihr alle. So, hier war ein Jetpacket und dann bin ich instant direkt erstmal. Das war very kacke. Genau. Ach, nochmal, Freunde. So, jetzt aber nicht ausrutschen, bitte. Danke. Was ist das für ein Dingens hier? Ja, genau. Also jetzt hier... Und nach unten, zack, zack, gehen wir nach oben. Oh, ein bisschen vorspulen. Ah, drehen jetzt nach rechts, zack, nach unten. Also Freunde, das will jetzt hier nicht ewig dauern, ne? Dann nach rechts, nach oben. Nach links. Oh, das war immer zu oft jetzt, Entschuldigung. Ting, 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 ting. Und dann rechts. Ah, ein bisschen vorspult und schon bin ich da. Ah, ja, Freunde, und ich rutsche und genau in die Tür, super. Und BAMS, wir haben den nächsten Schatz, Freunde. Yeah, eine Glocke, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt auch gar nicht wieder mal nicht geguckt, wann der Part angefangen hat. Und wir haben E gefunden, das heißt, es fehlen uns B, C und D. Ziemlich asozial. Ja, und die sind übrigens reihenfolgisiert. Ich keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade ausdrücken soll. Chronolog, ich weiß es echt nicht. Ah, und hier wieder in die Tür rein. Mit Jetpack geht alles. So, jetzt haben wir keinen nervigen Schlüssel mehr hier und können alle wegbam. So, durch hier. 123 Münzen ist ein Leckerschmecker. Aber schön, was um was spielen können, Freunde. Scheiß Igel, die hätte ich richtig gerne. Ihr blöden Mistviecher. So, ja, haus ab. Zack, nächste Tür. Mein Gott, ist das ein Türendrama hier, Freunde. Was bist du denn für einer, Mann? Ja. Tot bist du. Hey, hallo, hör auf zu rutschen. Danke.
Und einmal durch die Tür, Freunde. Schade, 111 Münzen wären cooler. Naja, egal. Okay, ich würde sagen, ja, los, komm, lass uns mal ein Münzspiel machen, Freunde. Wa? Jetzt lohnt sich's ja richtig. So, wir hatten gerade extrem viel Glück mit links. Nur sag ich, fängt's mal mit rechts an. Ching, ching, los, komm. Nein! Ach komm, das kann er nicht. Nee, so darf man nicht denken, Freunde. Ich darf jetzt nicht denken, das ist fünfmal rechts. Sondern ich denke, jetzt muss er rechts sein. Das ist ein anderes Wort, Betonung. Und dann ist es richtig. Ja, ich weiß, es ist komisch, Freunde, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, das funktioniert. So, jetzt hatten wir links, rechts und jetzt zeigt es wieder links. Und. Ja, Money, Money, Money. Woo. Oh yeah, verdoppelt, Freunde. Das ist very good. Very good, eingezahlt. Genau. Und schon haben wir 1900 Glocken auf dem Konto. So, Freunde, jetzt sind wir im nächsten Level. Irgendwie fehlt mir jetzt hier gerade, weil ich glaube, da gibt noch mehr Level ab 2, Freunde. Die möchte ich gerne alle zeigen. Ja, das könnte ruhig eigentlich ein 100% Let's Play werden. Aber oh, die Musik, Freunde, hört ihr es? Ja, das ist das Boss-Level dieser Welt. Das heißt, hier wird uns ein optionaler Boss entgegenspringen, Freunde. Weil, naja, wisst ihr, wir sind ja in einer optionalen Welt. Das heißt, diese ganze Welt hier, die gehört ja gar nicht wirklich dazu. Das heißt, hier ist eigentlich ein optionaler Bossgegner. Ja, so kann man das, glaube ich, bezeichnen. Weg, genau, zeigen, was das bedeutet. Hier, los, stirb, du komische Bombenschmeißer-Ente, du Bombenschmeißer. Hier ist eine Tür, super. Very good. Ich weiß gar nicht, ist hier ein Schatz? Ist das kacke, wenn man seine... Ah, oh, eine Riesenmünze. Boah, wie geil, 100er. Das ist ja epic. Und ich glaube, so ein Geheimnis gibt es in der ersten Welt auch. Das wollte ich gerne mal zeigen irgendwann. Muss ich mal gucken, ob ich das mal mache. Vielleicht, wenn mir das Geld fehlt oder so. Ja, geh weg, Mann. Ah, Jet Package. Super. Obwohl, ich hätte es mir mal aufheben sollen. Vielleicht kriegst du mal ohne Brauch. Wenn ich es dann mal dummerweise verloren hätte, ne? Das weiß man immer nie so genau. Und bam, ist weggekickelt. Ich weiß noch gar nicht mehr, welcher Bossgegner war denn das hier? Ich kenne die ja nicht mehr alle. Das ist ja doch schon wieder ein Weichen her, ne? Hier, gehen wir runter. Das Herz schon nämlich noch mit. Ne, ich bin ja... Herzchen kameradschaftlich, so. Würde sagen, mal Freunde, hier, loskommen. Nein, da lang. Schmeißet doch mal richtig, Wario. Boah, Triple K... Schade nicht. Hier, stirb. Noch ein Herzchen. Mann, ey, das ist doch nervig. Zack. Ah, da war das Leben. Zack. Bams hier, ja. Komm, bam. Killen! Bams, eine Münze, super. Ich brauche viel zu lange für die ganzen kleinen Vorpissigkeiten hier. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ja, genau. Und jetzt hätte ich mein Jack-Package eh nicht mehr geholt. Also, was soll's. Oh, ich will wissen, was da unten ist. Und 10 Münzen, Freunde. Aber die Krabbe ist eine... Oh, nee, komm, scheiß drauf. Bevor ich jetzt hier sterbe, ist mir das egal. Ja, mal gucken, was ist hier. Zack. Oh, was ist denn hier drinne? Was ist denn hier drinne? Oh, ja, yeah, ein Jet-Package. Super. Na, hab ich's gleich wieder. Zack. So, dann haben wir hier. Speicherpunkt, braucht kein Schwein. Super. Hike festgestellt. Freunde, hier müsst ihr nicht rein, wenn ihr das Spiel spielt. Weil ich glaube, die Speicherpunkte lassen viele eigentlich aus. Braucht man im Allgemeinen noch nicht. Ah, was ist hier? Mal gucken. Fatz, genau. Ach, ein Herz. Billigkram. Uah, die Münze nehme ich gern mit. Na, was ist hier? Oh, noch ein Herz. Oh, war ja klar, ne? Nein! Scheiße, ein Stück Kacke, Mann! Hier, stirb, hier, geh zu deinen Krabbenfreunden. Genau, Double Kill Combo. Ah. Ich hoffe, jetzt geht's nicht gleich zum Bossgegner, Freunde. Das wäre richtig asozial, weil ich erinnere mich, dass man hier. Oh, bist du für ein Stinker hier, bitte? Ja. Mein krepierst du mal endlich, wenn ich auf dich rumspringe? Und in die Wand glitschen! Warte mal, hinschmeißen und dann Double Rufi-Sprung? Scheiße. Ist halt für'n Arsch, Mann. Hier, geh weg. Haus ab. Aha, Freunde. Ich erinnere mich, dass das hier ein bisschen... Also, ich glaube, langsam geht's hier... Ja, genau. Ich hab den Bossgegner. Und ich hab keinen... Ja, genau. Das war der Typ hier. Ja, du kannst raufspringen jetzt. Das ist schön, ne? Aber... genau. Aber ich kann ihm jetzt von der Seite hinten... Von hinten kann ich einfach... Ja, genau. Freunde, ich würde euch ja gerne zeigen, was man kriegt, wenn man diesen Boss killt. Na komm, Freunde, wir versuchen... Ich hätte mal auch den Speicherpunkt benutzen sollen. Ja. Okay, ich habe nichts gesagt, dass man die Speicherpunkte nicht benutzen soll, Freunde. Ich glaube, im letzten Boss-Level haben wir hier nochmal benutzt. Hm. Naja, ist egal. Hier, weg, haust du ab. Interessiert mich nicht. Hier, interessiert mich nicht. Haust du ab, geh weg. Oh Mann, ich hätte gerne einen Jack-Package, damit ich da unten wieder an das Ding rankomme. Ja, genau, das ist... Und irgendwo war doch hier eine Tür. Aber erstmal kill ich dich jetzt hier. Zack. Und wo ist die Tür? Ah, auf der anderen Seite. Okay.
Swut, 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 swut. Na, schwimmen wir mal ein bisschen, Freunde. Ah, da ist die Tür. Den 100er nehme ich natürlich wieder mit. Ja, lässt du mich mal in Ruhe? Ist ja ein Stänkerkasten, und das habt ihr sehen, Freunde. So, ich würde sagen, diesmal bin ich ready und jetzt relaufe ich einfach durch. Ist mir jetzt egal. Und zack. Ach man, die ganzen Stinkies hier. Ja, genau. Das ist doch ihr Littenbengel. Ja, geh weg. Haust du ab. Ah, Mann, ich mach hier nur Scheiße. Ach, hau ab einfach. Ja, hier Stinkeherz will keiner. Hier, bam, geh weg. Haust du ab. Herz will auch keiner haben. Und hier war was drinne. Ja, genau. Knoblauch ist besser als gar nicht, Freunde, weil der reicht auch immer, um den Bossgegner zu killen. Wenn man sich nicht arg blöd anstellt, so wie ich das gerade eben gemacht habe und da irgendwie in ihn reingelaufen bin. Ach ja, Freunde, so leicht glitscht man sich in einen Gegner. Naja, Gameboy Series, was will man da erwarten? Ja, und Freunde, ihr werdet es jetzt schon erwarten. Ja, diesmal opfer ich 10 Münzen. Naja, wir sind ja eh nicht, um Münzen zu machen. Das seht ihr spätestens, wenn wir den Bossgegner gekillt haben. Und zack, ching, ching. Ach ja, gesaved. Finde ich geil, alles wird hier mit Geld gelauft. Das ist so gar nicht kapitalistisch anhauchend. Und jemand quatscht mir gerade zu laut im Hausflur. Naja, ist egal. Ching, ching, ching. So, Andy müsste natürlich wieder beim Bossgegner sein. Wisst ihr, da sagt man extra nochmal, nimmt auf und trotzdem kommt jemand rein. Naja, egal, was soll's. Muss euch nicht kümmern, Freunde. So, wir sind gleich wieder da. Und du Stinker wirst mir jetzt nicht dazwischen funken, weil du bist assi. Du stinkst und bist doof und krepierst jetzt, bam. So, Freunde, wünscht mir Glück, dass ich nicht getroffen werde von dem hässlichen Stinker hier, weil er mir sonst wieder die Möglichkeit wegnimmt, ihn zu killen. Bams. Ja, weil der Pinguin im Anzug hier, ne? Komm, nur so was wie dich bezeichne ich als mein Butler hier. Bam. Und da war eine Sprungkill-Kombo. Yay! So, Freunde, zweimal sind wir schon aufgesprungen. Ihr wisst, ihr kennt die goldene Regel von Nintendo. Alle guten Dinge sind drei, ne? Bams. Ist voll der Punch-Pinguin. Ich finde ihn übelst epic. Und, Freunde, übelst viele Leben. Oh mein Gott. Ich habe 29 Leben auf immer. Ist das nicht epic? Cool, oder? Würde jetzt normalerweise kommen als Geräusch. Naja. Oh, 142 Münzen. Das spiele ich gerne, Freunde. Und ich muss aber den Part beenden. Ich nehme schon viel zu lange auf. Egal. Und einmal rechts. Och Mann, ich hab mit rechts halt kein Glück. Ja, na gut, Freunde, aber ich sag, jetzt habe ich rechts Glück. Also, let's go. Na? Oh nein, links, links. Jetzt könnte es ja einmal rechts sein, Freunde. Ich hab schon verviertelt, was richtig assi ist. Ich sag jetzt, komm, einmal ist er rechts, oder? Einmal ist er, muss er rechts sein. Ja, genau. Links, links, rechts war's, Freunde. Naja, wenigstens nur halbiert. Ungefähr. Ein bisschen mehr als halbiert ist es immer. Weil die unschrägen Zahlen, die werden immer abgerundet. Naja, was soll's. Wir haben 2000 Glocken auf dem Konto, Freunde. Das reicht ja auch. Erstmal. Und damit haben wir Sherbet denn eigentlich abgeschlossen, Freunde, oder? Mhm. Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Aber, Freunde, ich würde sagen, dann machen wir am nächsten Part weiter und ich zeige euch noch die anderen Welten aus Sherbetland, weil, hä, da sind ja auch noch Schätze versteckt bestimmt und so. Die finden wir natürlich noch. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao.